vernichten schlagen. Ach Mann. Und? Kerz, los geht's. Einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite. Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, ein Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch! Jawohl, Kommandant. Katz, nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geladen und bereit! Anton 1, ein Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Flieger haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Auf zur Hauptstraße, Kerz. Jawohl! Die Panzerung hat gehalten. Panzer zerstört. Gute Arbeit. Holen wir uns die Stadt zurück. Wir müssen die Truppen der Amerikaner ausschalten. Wie stark sind Ihre Verbände? Spielt keine Rolle. Sie sind uns nicht gewachsen. Weiter auf der Straße. Zerstören wir Ihre Verteidigung. Was war das?
Artillerie! Anton 1, feindliche Artillerie auf dem Hauptplatz. Sofort vorrücken und zerstören! Befehl bestätigen, Hartmann. Jawohl! Oberkommando hier, Anton 1. Befehl bestätigt. Rücken jetzt zum Ziel vor. Stellung zerstört. Jetzt machen wir dasselbe mit der anderen. Das war die letzte Artilleriestellung. Anton 1. Feindliche Panzerdivision versucht, den Platz zu umstellen. Sofort angreifen und abwehren! Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Kerz, fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss sitzt. Das ist Selbstmord. Wir werden alle draufgehen. Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben. Das sind einfach zu viele. Beruhig dich, Mann. Gott, nochmal! Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund! Wir sind gleich an der Brücke. Machen wir einfach unsere Arbeit. Panzer, da!
Platz. Beeilung, Kurt. Nur noch eine Sekunde! Kommandant, Motor, Rauch! Bericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, ja, Gott noch mal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann! Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Das gilt für jeden hier. Wo ist Hartmann? Wo ist der hin? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Kurt, bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen.
Wie kommen Sie voran, Kurt? Nur noch eine Sekunde! Alles fertig! Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter! They say, when a silver airplane flies over, it's American. There's a green...
bin einfach dem Feuerwerk gefolgt. Schuss hat gesessen. Weiter auf das Ziel feuern. Kampfbereit. Aber das Funkgerät hat den Geist aufgegeben. Fürs Erste kommen wir auch ohne zurecht. Immer weiter zum Ziel. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Jetzt zurück zu Stefan. Bringen Sie uns zur Kathedrale, Kerz. Schön, Sie wieder an Bord zu haben, Kommandant. Vorrücken und angreifen!
arbeite dran! Idiot! Halten Sie den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Stellung. Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Und Sie reißen sich zusammen, Schröder. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken, die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung!
alle mobilen Einsatzkräfte an der Kathedrale. Verteidigen Sie den Brückenkopf um jeden Preis. Lassen Sie niemanden vorbei. Verflucht! Sind Sie verrückt? Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen!
verraten? Die haben die Brücke gesprengt. Was? Stärke zeigen. Hä? Herrgott doch mal. Sieh dich doch um, Peter. Gott steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kurt. Komm. Tu das nicht, Kurt. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kurt! Kurt! Das war nicht so! Just give-